Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe meine Haare gerade gewaschen und bevor der Vlog startet, wollte ich euch unbedingt eine Neuheit zeigen. Und zwar von Mermaid & Me gibt es jetzt eine Winteredition, gleich zwei Serien, also mit zwei verschiedenen Geruchsrichtungen. Mega genial. Ich habe jetzt gerade die Vanilla Love Serie benutzt, bestehend aus einem Shampoo, einem Conditioner und einer Haarmaske. Und anders als bei vielen anderen Haarmasken von Mermaid & Me, muss man die nicht in die trockenen Haare einmassieren, sondern in die gewaschenen Haare. Also ich habe jetzt mein Shampoo benutzt, ganz normal doppelt gewaschen. Ich mache das ja immer so, ein kleiner Tipp von mir. Dadurch sind die Haare wirklich auch dann richtig gereinigt, so machen die Friseure das auch. Also immer zweimal shampoonieren. Dann Conditioner drauf, dass sich eure Haare schön schließen und dann könnt ihr diese Maske hier drauf geben und so 5 Minuten einwirken lassen. Ich mache das immer so, dass ich während dieser Zeit dann meine Kopfhaut richtig massiere, alles aktiviere und die Haare mal auch durchkämme, dass die richtig schön entwirrt sind, dass die 5 Minuten sozusagen vorbeigehen. Ja, die Vanilla Love Serie, wie der Name schon sagt, riecht nach Vanille. So unglaublich, unglaublich lecker, so hochwertige Vanille. Also wirklich nicht so dieses künstliche oder zu knatschig, süß, bonbonhaft, sondern einfach eine leckere, angenehme Vanille. Sehr nice, so, keine Ahnung, so, wo, das fühlt sich, man fühlt sich so wohl damit und so warm irgendwie, so gerade in der Winterzeit, sehr, sehr, sehr angenehmer Duft. Es gibt aber, wie gesagt, noch eine andere Serie, beziehungsweise eine zweite Geruchsrichtung, und zwar diese hier, auch wieder bestehend aus dem Shampoo, Conditioner und einer Haarmaske, die Sandalwood Soul Serie. Und die ist eher so würzig. Mandelholz und Patchouli ist hier zum Beispiel drin. Und ja, so riecht es eben auch. Also es ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ich dachte erst so, weil normalerweise so würzige Düfte sind normalerweise nicht so sehr meins. Aber das hier ist so eine Mischung zwischen würzig, dann ist aber irgendwie auch sowas, ich weiß nicht, so, das ist so entspannend irgendwie, wie wenn man in einem Spa wäre, ist der Duft so. Ich habe das Gefühl, wenn ich das rieche, bin ich echt wirklich in irgendwie so einem Spa. Die haben da ja auch manchmal so diese verschiedenen ätherischen Öle, mal was Würziges und so weiter. So riecht es. So kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Beide Shampoos sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Gerade für die Winterzeit ist es ja unglaublich wichtig, dass das Haar viel, viel, viel Feuchtigkeit bekommt. Conditioner und Masken sorgen natürlich dafür, dass die Haare schön weich sind, geschmeidig, dass sie leichter kämmbar sind, dass sie einen schönen Glanz haben. Ich glaube, man sieht es auch. Ich habe jetzt extra noch kein Öl reingemacht. Das werde ich gleich noch als nächstes machen. Aber ich habe jetzt extra kein Öl reingemacht, damit ihr mal sehen könnt, wie schön die Haare glänzen und also wirklich perfekt dafür, dass ich wirklich auch noch überhaupt nichts drin habe. Mega, mega, mega schön und die sind super weich. Also wirklich super weich. Ich liebe das immer, wenn ich meine Haare frisch gewaschen habe. Ich könnte da die ganze Zeit dann schon mit kuscheln, weil die so weich sind. Also und der Duft von der Vanille ist ganz, ganz, ganz leicht. Also wirklich ganz leicht. Das ist nicht so, dass man danach irgendwie so einen Vanillekopf irgendwie hat für jemanden, der das nicht mag. Das ist ganz leicht, die riechen einfach ja relativ neutral und ganz leicht nach Vanille. Und ihr seht das Ergebnis ja, es ist so, 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 so schön. Schaut euch die neue Winteredition auf jeden Fall mal bei Mermaid & Me an. Ich finde die wirklich richtig, richtig nice. Also nicht nur von den Düften, sondern auch eben vom Ergebnis. Ich glaube, man sieht das, sieht so schön aus. Und mit meinem Code Amanda Winter könnt ihr nämlich entweder 40% sparen auf egal was, wenn ihr Einzelprodukte zum Beispiel kaufen möchtet, oder satte 50% auf alle Sets. Und es gibt ja auch den Set Creator, da könnt ihr euer Set selbst zusammenstellen. Wenn für euch nicht das perfekte Set auf der Seite ist, dann stellt euch einfach euer eigenes Set zusammen. Da spart ihr sowieso schon mal und ihr kriegt aber obendrauf auch noch die 50%. Das heißt, ihr spart eigentlich sowieso schon mehr als 50%, wenn ihr diesen Set Creator benutzt. Also mega genial, wenn ihr was für Weihnachten noch braucht, wenn ihr was nachshoppen möchtet oder einfach mal hier so Neuheiten testen möchtet, dann schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Ich werde euch alles nochmal in die Infobox verlinken und für euch geht es jetzt mit dem gewohnten Vlog weiter. Aber jetzt, bitte. Gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntag, der zweite Advent. Wir haben mittlerweile 20 nach 8. Samu und mein Mann schlafen noch. Der Elias war um kurz nach 6 wach.
Dann sind wir hier direkt runter. Er spielt hier die ganze Zeit ganz lieb. Jetzt will er unbedingt sein Adventskalendertürchen auspacken und will nicht mehr warten. Ich muss hier mal die ganzen Rollladen hochmachen, damit ich mal wach werde. Ich bin super. Soll ich jetzt machen? Ja, mach mal. Ich bin irgendwie kaputt und müde und ich könnte noch schlafen, aber irgendwie auch nicht. Ich habe Lust, die Weihnachtsdeko zu machen, aber irgendwie auch nicht. Ich bin so richtig durch. Ich glaube, ich brauche mal ein paar Tage so nichts tun. Ist zwar nicht drin, aber man kann sich's ja mal vorstellen. Ich würde gern direkt nach dem Frühstück loslegen, in der Hoffnung, dass ich heute Abend fertig bin, dass ich mich einfach mal in eine heiße Badewanne legen kann, wenn die Jungs ins Bett gehen. Das wäre der Plan für den heutigen Tag. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Nein, das ist die Nummer 5. Und das hier ist für den Samu, wenn er dann wach wird. Irgendwann mal. Schon 20 vor 9. Der Junge schläft immer noch. Die Spielzeuge von gestern sind hier auch sehr gut angekommen. Oh mein Gott, in der Tüte ist noch eine Tüte. Weißt du, was das ist, Lias? Das ist eine Wundertüte. Was ist da drin? Ja, die muss man jetzt auch aufmachen. Guck mal hier. Zieh mal hier oben dran. Genau. Gestern gab es übrigens Tattoos. Kriegst du das auf? Boah, das ist schwierig. Guck mal hier. Steck mal hier den Finger rein. Und ziehen. Ja. Kannst du mal alles ausleeren, dann kannst du sehen, was da drin ist. Interessiert mich ja jetzt auch. Oh, etwas zum Ausmalen. Der Chase, was ist das? Das sind ja Stickers. Wow, die sehen ja cool aus. Da ist bestimmt noch was drin. Guck mal. Wow! Da steht Paw Patrol. Weißt du, was es ist? Das ist ein Armband. Nimm mal deine süße Hand. Paw Wow, Paw Patrol Stifte. Jetzt zum Ausmalen. Können wir später dann ausmalen. Hier sind mehrere Bilder. Was ist das? Boah, das sind ja ganz viele. Du liebe Zeit. Was ist das? Das? Das ist ein Anhänger. Was? Guck mal, den kannst du wieder an deinen Rucksack dran machen. Oh, wie cool. Guck mal, da ist sogar die Zentrale drauf. Ja. Wie cool. Gib Auf mal dein der Händchen. anderen Seite ist auch dran drauf. Und guck, da steht jetzt Paw Patrol. Also, besser als gedacht, muss ich echt sagen. Diese Wundertüte ist super süß. So, Samu ist mittlerweile auch wach. Das ist einer der Autos, die er geschenkt bekommen hat. Ja. Von Feuerwehrmann Sam. Und das ist so einer seiner Lieblinge. Weil es halt so schön klein. Das heißt klein, aber halt für seine Hände perfekt zum Spielen. Samu hilft fleißig. Ja, wir haben unseren Baum runtergeholt. Ich habe jetzt einmal schon das Regal hier drüben hingestellt, schon mal alles abgestaubt. Da kommt aber noch andere Deko drauf. Und hier ist unser Baum. Hier habe ich gerade schon auseinandergepflückt. Von Fairy Trees ist der übrigens mit der komplett Schneeversion. Jetzt hole ich mal die ganze Deko runter, Kugeln und Co. Dann wird er einmal geschmückt. So, ich habe jetzt hier alles ausgebreitet. Ich fange jetzt erstmal mit den Girlanden an. Die kommen einmal hier dran und über den Kamin. Genau, ansonsten habe ich hier alles ausgebreitet, so wie ich es auch bei allen Feiern mache. Also ich habe es immer wieder sortiert. Hier sind die ganzen Kugeln, da sind die Girlanden. Hier ist nur eine Lichterkette, die kommt jetzt gleich an den Baum dran. Ich habe nur die Fernbedienungen gesucht. Hier sind noch mehr Sachen für den Baum. Hier sind so Hüte und Kuscheltiere und sowas. Hier sind alle Lichter. Hier ist alles, was so Deko angeht, von Schleifen bis irgendwelche Figuren und so weiter und so fort. Ja, ich habe jetzt hier eigentlich fast alles ausgeräumt.
Ist auch genug. Ich leg mal los. So, Zwischenstand. Lichterketten, mittlerweile 2 Stück. Ich weiß nicht, die letzten Jahre habe ich immer gemerkt, so eine war zu wenig. Also ich habe diesmal 2 Lichterketten dran. Jetzt habe ich hier die Girlande, das war recht easy, die muss man einfach nur drüber legen. Aber hier sind 2 Stück und das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie oft ich, also ich habe mir so ein YouTube-Band genommen und das an das Geländer dran gemacht und richtig festgeschnürt, dass die auch zusammen sind. Und ja, jetzt steht das richtige Dekorieren an. Das war jetzt nur Vorbereitung. Boah, wie viele Zeugs. Alter Schwede. Katastrophe. So, wir haben mittlerweile 20:20. Ich habe mich den ganzen Tag gar nicht gemeldet. Ist mir gerade aufgefallen bei mir. Ich bin eigentlich so zu 90%, würde ich sagen, fertig. Also hier unten bin ich eigentlich fertig. Ich muss eigentlich nur noch an den Fenstern, jeweils hier am kleinen und dort hinten, an der großen Fensterfront, die Lichterketten dran machen. Und auch oben bei den Jungs habe ich noch nichts gemacht. Also die Lichterketten, die Stickers, also diese Fensterbilder und an die Türen und so weiter, das habe ich jetzt alles noch nicht gemacht. Das mache ich dann morgen in Ruhe, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich habe ja wirklich hier eigentlich die ganze Zeit durchgemacht. Zwischendurch hatte ich kurz Pause gemacht, weil ich dann für mein Video noch was drehen musste, mein Video online gestellt habe, das Gewinnspiel online gestellt habe. Das war meine Pause. Genau, aber der Baum steht, die Girlande steht und so weiter. Also die Hauptdeko steht. Ich zeige euch, glaube ich, mal morgen alles in Ruhe. Ich zeige euch jetzt nur mal kurz den Kamin, weil morgen ist ja Nikolaus und von uns sind wirklich nur 2 Geschenke. Die habe ich euch ja gezeigt. Die habe ich ja mit dem Adventskalender zusammen eingepackt. Ja, aber gestern unsere Family, hat so ziemlich jeder oder Patenonkel was mitgebracht und demnach sieht es jetzt hier auch aus. Ich drehe euch mal um. So, das ist unser schöner Kamin. Ich liebe das so sehr, wenn diese Girlande drüber ist und diese Söckchen da dran hängen. Ich weiß nicht, wer das letztes Jahr verfolgt hat. Ich habe die Socken gekauft. Die gab es bei Primark und ich habe dann diese Buchstaben gekauft und habe die in so Glitzer reingetunkt und die dann hier drauf geklebt. Mit Heißkleber war das, glaube ich, gewesen. Genau, also die sind DIY sozusagen. Falls jemand fragen sollte, ob es die irgendwo zu kaufen gibt, gibt es bestimmt auch, aber da muss man wirklich rechtzeitig sein. Ich habe jetzt, das ist alles von den Jungs im Prinzip. Ich habe nur überall ein bisschen was reingemacht, damit das so verteilt halt eben aussieht. Und hier unten geht es noch weiter. Jetzt seht ihr unsere eigentliche Deko gar nicht, aber wenn das alles mal weg ist, dann zeige ich euch die eigentliche Deko. Zeige euch mal kurz, was ich gemacht habe. Hier habe ich diese Söckchen aufgehängt. Hier ist diese Matte, die werde ich wahrscheinlich noch dahin stellen, aber jetzt steht sie erstmal hier und hier noch so LED-Dinger. Hier ist einmal was mit Merry Christmas. Dann habe ich hier so eine Girlande dran gemacht mit diesem Leuchtring. So hübsch. Genau. Dann, ach, das liebe ich ja so, so sehr am Geländer, dass da diese richtigen Tannen, weil das ja hier ist eher so Lametta-mäßig und das sind ja so richtige Tannen. Ich liebe das. Der Typ dreht sich ständig. Ich muss ihn auf jeden Fall nochmal umhängen, dass der schön hängt, aber so sieht es auch ganz cool aus. Ja, hier kennt ihr ja eigentlich schon alles. Hier habe ich so ein bisschen umgestellt, das ist übrigens auch zum Nikolaus meine Tante mitgebracht, aber ich weiß, dass die Jungs eh nicht Lind essen, deswegen habe ich das jetzt mal hier hingestellt und das werden wir dann wahrscheinlich vernaschen. Hier oben habe ich noch was hingemacht. Ach, übrigens die Snackbox, nicht die Snackbox, die Frühstücksbox für den Samu ist angekommen, die muss ich unbedingt noch sauber machen, richtig gut. Die sollte nämlich eigentlich erst am Dienstag, glaube ich, ankommen. Das ist im Prinzip die gleiche, die der Lias auch hat, nur in einer anderen Marke. Jetzt kriege ich es nicht mit einer Hand auf. So. Mir ging es aber um diese Aufteilung, weil die von Lias seiner Marke, die hatten jetzt nur. Ist es ja, oh Gott sei Dank. Das ist bei Lias nämlich auch so zum Rausnehmen, weil das brauche ich überhaupt gar nicht. Ich brauche hier für die Brote dann eben immer das, den Platz. Weil von Lias seiner Marke gab es die nur in Blau und in Pink oder sowas. Und ich wollte halt, dass sie, dadurch, dass sie ja dann auch in derselben Gruppe sind, das nicht ständig vertauschen. Habe ich gedacht, komm, dann bestelle ich eine in einer anderen Farbe. Aber trotzdem sollte es das Gleiche sein, weil ich finde die einfach echt am besten. Die sind so toll, die laufen nicht aus, man hat genug Platz. Genau, das mal zwischendurch kurz. Genau, also, da habe ich noch ein Sternchen und hier oben habe ich auch ein Sternchen. So.
Ja, hier ist unser Regal mit ein bisschen Deko. Auch sehr, sehr schön. So, oh, das sieht schon nice aus. Achso, hier habe ich auch noch eine Lichterkette dran gemacht mit so Sternchen. Und hier ist jetzt unser Weihnachtsbaum. Im Prinzip das gleiche wie letztes Jahr. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, darunter muss natürlich noch die Decke, die ist noch oben. Genau, aber ich muss hinten noch was mit der Licht, also mit dem Stecker und so weiter anders machen. Und dann bin ich da nur im Rumfummeln. Ich muss da morgen was besorgen und dann mache ich das fertig. Unser Schneemann. Und hier unterm Fernseher auch nochmal so ein bisschen was zumindest. Sieht schön aus. Genau. Und dann hier, wenn dann auch die ganzen Lichter wieder hier am Leuchten sind, das wird so mega aussehen. Genau. Ja, das ist unser Bäumchen. Und das ist die Deko. Bis dato zumindest. Und darauf werden sich die Jungs morgen stürzen und freuen. Super viel Schoki. Das werden wir, keine Ahnung, die nächsten 3 Monate nicht gegessen bekommen. Aber sieht schön aus. Ja, und ich bin jetzt fertig. Ich werde mich jetzt auch auf die Couch setzen. Ich werde jetzt mal kurz in meinen Video reinschauen und ein paar Kommentare einfach mal durchlesen, die letzten, und auch auf meinem Instagram-Post wegen der Verlosung, und dann schalte ich mir, glaube ich, meine Serie an und mache auch nichts mehr. Ich bin jetzt ein bisschen durch, muss ich echt sagen. Ich habe gerade noch die ganzen Kisten hochgebracht. Ich werde aber, wie gesagt, morgen dann noch die letzten Handgriffe sozusagen machen. Wobei, diese ganzen Lichterketten immer an die Fenster zu bringen, das ist auch schon, das nimmt auch schon viel, viel Zeit in Anspruch. Mir war klar, dass ich heute alles nicht auf einmal schaffen kann, aber der größte Teil hier gerade mit Girlande und Weihnachtsbaum, das nimmt halt am meisten Zeit weg. Das ist jetzt auf jeden Fall geschafft. Genau. Ihr Lieben, ich höre auf zu quatschen. Ich bin, oh, ich glaube, ich habe überall Glitzer im Auge, in den Haaren und überall. Muss mich gleich mal umziehen auf jeden Fall. Oh. Ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder. Dann werde ich euch ein paar Eindrücke zeigen, wenn die Jungs hier ihre Nikolausgeschenke aufmachen. Also bis morgen, ihr Lieben. Ciao, ciao.